Schaut euch bitte mal an, wie fertig die Abby heute ist. Das liegt daran, dass sie noch nie so viele Eindrücke zu verarbeiten hatte, wie in den letzten 3 Tagen. Wir waren nämlich in Berlin, das alleine waren schon mal 1200 Kilometer Autofahrt, dann waren wir da auf einem gut besuchten Influencer-Event, haben am Alexanderplatz gechillt, waren in einem Hotel voller hibbeliger aufgedrehter Touris, die überall, oh, what a good girl, geschrien haben. Ihr könnt euch also vorstellen, es war wirklich alles dabei und jetzt, wo wir wieder zu Hause sind, ist eine Sache am allerwichtigsten, dass sie mal einen Tag wirklich Ruhe bekommt, sich erholen kann und die ganzen Reize verarbeiten kann. Heute möchte ich euch erstmal das Wichtigste mitgeben, was mir dieses Wochenende nochmal verdeutlicht wurde. Ihr müsst unbedingt für euren Hund einstehen, wenn Leute dreist sind und ihn ankrabbeln möchten und ihr das nicht wollt. Ich weiß, das kann manchmal schwierig sein. Wir hatten auch eine Situation, wo eine Touristin ihr ins Gesicht langen wollte und ich sie so semi-freundlich zurückweisen musste, damit sie es dann gelassen hat. Ganz ehrlich, ihr müsst drauf scheißen, ob ihr irgendjemandem auf die Füße tretet oder damit negativ auffallt. Wenn ihr einen maximal alltagstauglichen Hund haben möchtet, dann müsst ihr einfach allzeit für den einstehen, weil nur so kann der überall mit euch hin und zur Ruhe kommen.